Leon, bin 8 Jahre alt, spiele schon seit mit 4 Jahren Fußball. Fußball ist für ihn alles. Der schießt ja daheim schon mit den Bällen umeinander, mit Luftballons, mit Gummibällen, mit alle Bällen. 300 Tore in 3 Jahren. Beim TSV Weilimdorf gibt er alles. Für Leon hat Profifußball nur Vorteile. Dass man natürlich eigentlich fast jeden Tag Training hat und Fußball spielen kann. Beim Jugendtag des VfB Stuttgart zeigt Leon den Trainern, was er drauf hat. Von Aufregung keine Spur. Die Trainer fanden es gut, wie wir gespielt haben. Und am Ende, da habe ich ein Angebot bekommen, aber ich habe Nein gesagt. Ich bin ja sowieso Bayern-Fan, dann nützt nichts, wenn ich zum VfB gehe. Leon ist ein Fußballverrückter, aber er ist ein Fußballverrückter mit seinen Freunden zusammen. Und deswegen will ich ihn auch da nicht rausreißen. Mir hat es gefallen zu sehen, dass er mithalten kann. Und ich habe gesehen, dass wir auf dem richtigen Weg sind mit ihm. Ich bin der Tim, bin 17 Jahre alt, spiele ungefähr seit 13 Jahren Fußball und spiele jetzt momentan beim SC Freiburg. Profifußball ist mein Traumberuf und also wenn ich auf dem Platz stehe, dann denke ich eigentlich an nichts anderes mehr. Das Fußballinternat des SC Freiburg. Seit 2 Jahren hängen hier auch Tims Schuhe. Der Fußball bestimmt sein Leben. Dafür muss er auf einiges verzichten. Ja, klar will man als Jugendlicher abends weggehen und lieber nochmal feiern gehen oder sonst irgendwas. Also ich vermisse es schon ein bisschen, aber es ist auf jeden Fall, dass ich hier zum Fußballspielen bin. Früher habe ich gedacht, dass es halt einfach so geht, Profifußballer zu werden. Als ich hier war, habe ich halt gemerkt, dass man richtig viel dafür tun muss, dafür, dass man halt dann zu denen gehört, die dann auch später was erreichen. Sein ganzer Stolz. 3 Spiele für die U18-Nationalmannschaft. Die Tür nach ganz oben steht offen, aber der Weg für Tim ist noch weit. Klar wäre es schön, in der ersten Liga zu spielen, aber ja, man weiß es jetzt noch nicht. Mein Name ist Christian Gentner, bin 24 Jahre alt und spiele für den VfL Wolfsburg. Schon früher in der Grundschule hat man häufiger diese Poesiealben verteilt, da als Traumberuf oder was ich später werden will, stand immer Fußballspieler drin, also es war immer ein Ziel von mir. Schon am Ziel? 2x deutscher Meister, Nationalspieler. Christians Beruf? Profifußballer, mit allen Konsequenzen. Also wenn man als Sportler zum Beispiel dann wichtige Spiele am Wochenende hat, dann ist es manchmal schwierig, die Disziplin aufzubringen. Nach schweren oder oft auch verlorenen Spielen ist es dann am nächsten Tag häufig auch bitter, dann aufzustehen und zu wissen, ja, es muss trotzdem irgendwie weitergehen. Das ist sicherlich mittlerweile rein ein Beruf, aber trotz allem war es ja so, dass es mein Hobby war und ich mein Hobby zu meinem Beruf machen konnte. Und ich glaube, das ist für jeden ein Traum. Und es ist nach wie vor so, dass ich immer noch großen Spaß an meinem Beruf habe. Geht hinter die Mittellinie. Gut. Genau.